Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit von Kreativstempel und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von meiner Videoreihe Basteln mit Kreativstempel. Und zwar haben wir heute schon die Challenge Nummer 2. Ich hatte ja ganz neu gestartet mit dieser Videoreihe und natürlich mit der Challenge Nummer 1, ist ja ganz logisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich total gefreut, dass da doch ein paar Karten eingegangen sind. Also ich möchte euch ganz herzlich danken für die rege Teilnahme. Ich hatte schon echt Angst, dass ich bei der ersten Challenge vielleicht gar keine Karte bekomme oder nur eine. Und es sind aber doch ein paar geworden. Das freut mich natürlich ganz, ganz doll. Und ich hoffe aber auf jeden Fall, dass es noch einige mehr werden. Ja, und heute stelle ich euch die Challenge Nummer 2 vor für den Monat Februar. Und ich werde, wie versprochen, die Challenge Nummer 1 vorstellen. Also eure eingesendeten Karten zeige ich euch. Ich werde sagen und nennen, wer diese Karte eingesendet hat. Und dann gibt es natürlich zum Schluss die Verlosung. Wie versprochen, ist natürlich wieder gemein. Ich mache zuerst die Challenge Nummer 2 und dann die Verlosung. Aber wie man immer so schön sagt, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Ja, also Leute, wie gesagt, Challenge Nummer 2, Basteln mit Kreativstempel. Was ist das? Um das nochmal zu erklären für alle die, die noch nicht bei der ersten Challenge dabei waren oder das Video nicht gesehen haben. Es geht einfach darum, dass ich euch einladen möchte, mit mir zusammen Karten zu basteln. Ich werde immer am dritten Freitag im Monat eine neue Challenge und somit ein neues Video hochladen. Dann gebe ich euch eine Vorlage, das ist diese hier. Und zwar nennt man das auch Sketch in Bastelkreisen. Und ich erstelle euch quasi eine Vorlage, die sieht so aus, wo ich euch angebe, so ungefähr soll eure nächste Karte aussehen. Die Farben, die ihr verwendet und die Dekoration, die ihr verwendet, die bleibt euch überlassen. Nur, dass ihr euch eben an dieser Vorlage orientiert. Anmelden könnt ihr euch über meinen Blog www.kreativstempel.com. Das verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Da gibt es dann einen Link dazu. Da könnt ihr euch quasi, kommt ihr auf die Seite von meinem Blog, könnt alles nochmal nachlesen. Und dort könnt ihr euch dann anmelden für die Challenge. Da schreibt ihr einfach, hallo, ich bin die, was weiß ich, Brigitte, keine Ahnung. Ich möchte gerne an der Challenge im Februar teilnehmen. Und Dann klärt ihr euch automatisch damit einverstanden, dass ihr im nächsten Video, nämlich im März, dann im Februar, dass ich eure Karte und euren Namen dann veröffentlichen darf. Also das macht ihr dann automatisch. Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr ausdrücklich in dieser E-Mail dazu schreiben, dass ihr das eben nicht möchtet. Ja, und wenn ihr euch angemeldet habt, dann bekommt ihr meine Adresse zugeschickt und dann bastelt ihr eine Karte nach dieser Vorlage. Der Abgabetermin ist dieses Mal Donnerstag, der 15. Februar 2018. Das heißt also einen Tag, bevor ich das Video und die Verlosung dann mache für die Challenge Nummer 2, ist der Einsendeschluss. Ich sammle dann eure Karten alle und für jeden Einsender mache ich dann quasi ein Namensschildchen, gebt es in den Lostopf und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und was ihr gewinnen könnt, zeige ich euch gleich noch. Und ich zeige euch jetzt mein Beispiel. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals schon wieder, Leute. Also, das ist mein Beispiel, was ich gebastelt habe. Hier haben wir also oben diesen Aufleger. Hier mit Kreisen nochmal verziert. Ich habe in dem Fall Herzen genommen. Das geht also auch. Ihr könnt also auch Sterne nehmen oder irgendwas anderes. Wichtig ist, dass eben drei Elemente da oben sind. Und hier eben dieses kleine Fähnchen noch dran. Hier habe ich einen Spruch verwendet und habe das Ganze natürlich passend zum Valentinstag gemacht, weil der ja uns bevorsteht am 14. Februar. Gearbeitet habe ich hier in den Farben Kirschblüte, in Farngrün
und in Wassermelone. Ich fand, das hat jetzt sehr, sehr gut zusammengepasst. Ja, und das ist wie gesagt so eine kleine Anregung, dass ihr wisst, was ich meine überhaupt mit dieser Vorlage. Also, das ist wie gesagt die Vorlage und das ist mein Beispiel. Das alles könnt ihr auch auf dem Blog euch nochmal in Ruhe anschauen. Was gibt es zu gewinnen? Einmal bekommt ihr diese Originalkarte von mir zugeschickt und als Geschenk. Und als zweites bekommt ihr ein Materialpaket. Das könnt ihr dann, wenn ihr möchtet, für die nächste Challenge verwenden. Und zwar befindet sich in diesem Materialpaket einmal eine Grundkarte. Dieses Mal habe ich Schiefergrau verwendet. Das sind alles Materialien von Stampin' Up. Eine Grundkarte in Schiefergrau, dann eine Auflage oder eine Mattung in Calypso und noch eine Auflage oder Mattung in Vanillepur. Dazu ein Stückchen Schleifenband in Calypso und hier noch zwei Accessoires. Das sind zwei Knöpfe, die gibt es leider nicht mehr von Stampin' Up, aber ich fand die ganz hübsch. Die passen hier schön dazu, auch in der Farbe Calypso. Und dieses Materialpaket bekommt ihr quasi dazu. Das ist also der ein Gewinn und ihr bekommt eben aber auch meine Karte, die ich gewerkelt habe, noch dazu geschenkt. Ich hoffe, das gefällt euch. Und ja, ich wünsche mir natürlich von Herzen, dass ihr wieder zahlreich dran teilnehmt und dass es noch ein paar mehr werden. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren, könnt mir schreiben hier unten unter die Infobox oder mich direkt über meinen Blog kontaktieren. Ja, und das ist quasi die Challenge Nummer 2. Gut, dann kommen wir jetzt zur Auslosung und zur Teilnahme der Challenge Nummer 1. Und zwar war das diese hier. Wir hatten als Vorlage diese. Ich habe diese Karte dazu gebastelt, die auch ein Teil des Gewinns ist. Der Gewinn Nummer 2 ist dieses Materialpaket, was ich euch vorgestellt habe. Also die zwei Sachen bekommt der Gewinner zugeschickt. Und dann fangen wir mal an. Es haben vier Damen mitgemacht, was mich ganz doll gefreut hat. Wie gesagt, ich hatte echt Angst, dass gar keiner teilnimmt oder erst mal nur einer, weil das muss ich ja erst mal rumsprechen. Wartet ja jetzt nicht jeder drauf, dass die Birgit jetzt da eine Challenge macht. Und darum habe ich mich total riesig gefreut, dass es gleich vier Stück waren, die sich angemeldet haben. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Und dann fange ich jetzt mal mit der ersten Karte an. Die erste Karte kommt von Vanessa Mühleisen. Die Vanessa hat eine wunderschöne Karte gebastelt in Schiefergrau. Und ich nehme mal an, das ist auch Wassermelone und auch Zartrosa beziehungsweise Kirschblüte, das weiß ich jetzt nicht ganz, ganz genau. Eine wunderschöne Karte, wie ich finde, hat sie gebastelt. Hat sie wirklich toll gemacht. Ich mache das mal auf, ob das irgendwie noch eine besondere Einlage hat. Also sehr, sehr schön gemacht, Vanessa. Toll, super. Sie hier mit dieser schönen Blume und ausgestanzt und den schönen Blättern. Prima. Also, das ist Vanessa Mühleisen. Eine wunderschöne Karte. Vielen Dank für deine Einsendung, Vanessa, und fürs Mitmachen. So, die zweite Karte kommt von Andrea Höhne. Diese Karte ist auch, wie die Vorlage ist, genauso gehalten, wunderschön. Wir haben hier eine wunderschöne Rosette. Ich nehme mal an, das ist himmelblau. Auch der Hintergrund ist himmelblau. Hier mit dem schönen Designerpapier, wie heißt das jetzt? Farbenfroh, glaube ich, ne? So ähnlich. Hier mit einem glitzernden Washi-Tape. Also die Rosette ist richtig, richtig schön, gefällt mir richtig gut. Mit einem kleinen Accessoire noch im Hintergrund. Sehr, sehr schön. Diese Karte mache ich auch mal kurz auf. Eine wunderschöne Kartengrundlage in Vanillepur. Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank an Andrea Höhne. Sehr schön. Verpacke ich das gleich wieder, dass nichts kaputt geht. Die nächste Einsendung kommt von der Silke Pfeffer. Die Silke hat eine schöne Neujahrskarte gestaltet,
hat auch hier wieder mit den Sketch-Vorgaben schön gearbeitet. Ich nehme an, es ist Sommerbeere und zarte Pflaume, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Viel Glück im neuen Jahr 2018 auf ein weiteres Jahr voller Abenteuer. Und hier mit unserem Glücksschweinchen, auch wunderschön gemacht. Eine ganz tolle Karte. Vielen Dank auch an dich, Silke Pfeffer. Sehr schön. Und die Karte Nummer 4, die kommt von der Nicole. Jetzt muss ich noch mal kurz auf den Umschlag schauen. Germann, genau, Nicole Germann. Auch eine wunderschöne Karte hat sie gezaubert. Ich glaube, das ist hier auch wieder zarte Pflaume. Wenn ich mich nicht täusche, muss es auch zarte Pflaume sein, Pfirsich pur, mit einem Stückchen Designerpapier und mit den schönen kleinen Schmetterlingen. Ich nehme an, das mit der Schmetterlingshandstanze gemacht, sehr, sehr schön. Auch eine schöne Idee, so diesen Kreis verdeckt und dann nochmal einen Kreis drüber, gefällt mir sehr gut. Auch eine wunderschöne Karte. Vielen Dank an Nicole Germann. Ja, das waren also unsere 4 Teilnehmer, wunderschöne Karten. Ich danke euch allen. Und jetzt kommen wir natürlich endlich zur Auslosung. Ich habe hier alle 4 Teilnehmer drinnen. Misch die noch einmal durch und ziehe jetzt für euch den Gewinner. Also, dann fangen wir mal an. Der Gewinner ist Vanessa Mühleisen. Ich muss jetzt nur gerade lachen, weil die Vanessa auch gewonnen hat auf unserer... Na, wir haben auch eine Karten-Challenge in meiner Gruppe bei Facebook gemacht und da hat die Vanessa auch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Vanessa Mühleisen. So, Vanessa, du bekommst also diese beiden Sachen zugeschickt, meine Karte, die ich gebastelt habe und auch das Materialpaket. Herzlichen Glückwunsch, Vanessa. Also, ihr Lieben, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei euch fürs Mitmachen. Wie gesagt, Challenge Nummer 2 ist der Einsendeschluss Donnerstag, der 15. Februar. Meldet euch gerne an über meine Homepage www.kreativstempel.com und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir die 4 Teilnehmer nochmal steigern. Das wäre natürlich klasse. Und wir machen wieder eine Verlosung. Das Video kommt dann am Freitag, den 16. Februar. Das wird aber wahrscheinlich dann erst abends werden, aber das macht ja nichts. Und da stelle ich dann die Challenge Nummer 3 vor und lose den Gewinner aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen und fürs Zuschauen und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald, eure Birgit. Tschüss.